Die nächste Frage, auch von einer großen Schweizer Bank, tatsächlich von der gleichen. Switching costs for Wikis are too high. Also das Wechseln von der E-Mail auf Wikis ist mir zu teuer oder kostet mich zu viel Aufwand. E-Mail is the main application I work with. Universal access to contacts, calendar, etc. Eigentlich wird hier meines Erachtens Äpfel mit Birnen verglichen. Es geht aber erstmal den Punkt, macht auch wieder der das Argument macht. E-Mails sind kein Ersatz für Groupware-Software. Das heißt also, wenn Sie heute eine Groupware-Lösung wie Microsoft Exchange oder Lotus Notes einsetzen, dann sollten Sie sich nicht davon hinreißen lassen, zu glauben, dass Sie die nicht mehr brauchen, wenn Sie ein Wiki einsetzen. Die brauchen Sie weiterhin. Ein Wiki ersetzt keine persönlichen Kalender. Und ein Wiki ersetzt auch nicht die E-Mail. Und ein Wiki ist auch nicht so schnell und einfach wie eine E-Mail möglicherweise. Ein Wiki ist auch schnell und einfach, aber auf andere Art und Weise. Und jetzt kommen wir mal auf diesen Punkt mit der Frage, die Wechselkosten sind für mich zu hoch. Das ist ein ziemlich schwaches Argument meines Erachtens, weil das, naja, also man könnte sagen, es ist egoistisch. Ja? Also wer sich darauf konzentriert, was für ihn selbst am besten ist, der sollte am besten vielleicht auch alleine arbeiten, denn in einem, das mag tatsächlich so sein, dass es für mich persönlich hilfreicher ist, alles in meinem Groupware-System zu organisieren. Aber sobald ich zwei, drei, vier oder mehr Leute in meinem Team habe, verliert die E-Mail, insbesondere die ist ja hier angesprochen, an Attraktivität und gewinnen kollaborative Systeme, die Transparenz für alle schaffen. Auf die Frage, wann sollte man denn ein Wiki einsetzen, antworte ich, sobald man mit zwei oder mehr Leuten daran arbeiten will. Man kann ein Wiki auch alleine einsetzen, aber da gibt es wirklich auch andere Methoden und Möglichkeiten, die gut funktionieren, um sich selbst zu organisieren. Aber das ist doch gar nicht der Fall. Die meisten Dinge, die ich im Unternehmen mache, mache ich doch mit anderen gemeinsam, weil ich ein Talent hier habe und die haben ein Talent an einer anderen Stelle. Und ich will mit denen gemeinsam in einem Projekt ein Ziel erreichen, das uns voranbringt. Und dadurch, dass wir unsere unterschiedlichen Talente einbringen können, ist es halt besser für das Unternehmen, als wenn ich versuchen würde, das alles alleine zu machen. Auch die Dinge, die ich nur mehr schlecht als recht kann. Und also das ist ein ziemlich egoistischer Ansatz, den man gar nicht laut sagen kann. Ja, also es spricht schon für eine gute Kultur, dass das so dargestellt wird. Und es gibt natürlich durchaus Leute, die viel zu tun haben, ja, die also einfach wenig Zeit haben. Und grundsätzlich sprechen wir davon, einen sogenannten Social Media Hurdle, also einer Social Media Hürde, über die man springen muss. Wenn ich ein Wiki benutze, dann ist das aufwendiger, als wenn ich E-Mail benutze. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ich versuche das einfach mal kurz aufzurufen, wenn wir hier auf dem Atlassian Summit dieses Jahr habe ich einen Vortrag über Wiki Adoption gehalten. Gibt es auch ein 30-minütiges Video zu oder 28-minütiges, das man hier abrufen kann. Und ich suche da eigentlich hier nach den Folien. Die rufen wir kurz auf. So, jetzt gehen wir weiter voran. Mal auszoomen hier. So. Wo ist denn meine Social Media Hurdle? Ich glaube. Nein. Da ist sie. Jetzt geht mir mal Fullscreen. So, hier ist die Social Media Hurdle, von der ich gesprochen habe. Wenn ich jetzt also meine E-Mail nehme und gucke mir die an, dann habe ich am Anfang sehr wenig Aufwand. Sobald diese E-Mail dann mehr Kommunikation, Diskussion und Austausch erfordert, steigt der Aufwand ständig. Je länger ich mit E-Mail arbeite, desto schwieriger und aufwendiger wird das. Also der Aufwand, den ich reinstecken muss, der steigt über die Zeit hinweg. Bei einem Social-Media-Tool, wie zum Beispiel einem Wiki, ist es anders. Da muss ich erstmal das Wiki-Dokument erstellen, muss die anderen dann zum Beispiel per E-Mail darüber informieren, dass es das gibt und die vielleicht auch motivieren, das Wiki zu benutzen. Aber sobald ich mein Wiki-Dokument erstellt habe, sinkt der Aufwand für mich kontinuierlich.
Das heißt, die Nutzung von Social Media ist in einem kurzfristigen Umfeld nicht interessant. Das ist genau das Argument, das hier vorgebracht wird. Langfristig bringt mir die Nutzung von Social Media persönlich und im Team sehr viel mehr als E-Mail. Weil der Aufwand, sich per E-Mail zu kommunizieren, einfach nur dreckig und eklig ist. Und diese Unterscheidung sollte man meines Erachtens versuchen, den Mitarbeitern deutlich zu machen. Social Media Hurdle nennen wir das. Wir sprechen auch von einer sogenannten Two-Hour-Rule. Das heißt, dass sie es schaffen müssen, dass der Mitarbeiter sich 2 Stunden lang mit einem Wiki ernsthaft beschäftigt, vorurteilsfrei schaut, was kann ich denn damit machen und kommt da was für mich bei raus. Und wenn sie das tun, werden sie feststellen, dass es viele Dinge gibt oder viele Mitarbeiter gibt, die danach schon überzeugt sind. Das ist sicherlich nicht einfach, gerade bei den vielbeschäftigten Leuten das zu schaffen, aber das räumt halt dieses Argument sehr schnell aus. Grundsätzlich kann man von so einem von so einer Gleichung sprechen, ja, wo es Vor- und Nachteile gibt. Die wichtigsten Nachteile, die ein Mitarbeiter hat, ist eigentlich nicht, dass er in der E-Mail sich wohler fühlt, sondern er verliert halt ein bisschen von seinem Wissen, das den anderen jetzt zur Verfügung steht. Aber wegen mir auch, Wiki ist ein bisschen aufwendiger am Anfang zumindest. Der große Vorteil von einem Wiki ist, ein Wiki ist hervorragendes Selbstmarketing. Das können selbst diejenigen, die ganz oben in der Hierarchie von einem Unternehmen sind, gebrauchen, weil nämlich jeder merkt, wie wichtig die eigentlich sind, weil sie nämlich Wissen in das System einspielen. Ich lande dann ja immer in dieser Änderungsliste mit meinem Bild und so ein bisschen Marketing halt. Und ich spare halt unglaublich viel Zeit. Ja, also das ist eigentlich das, was hier als Kontraargument gebracht wird. Das ist eigentlich der große Vorteil von einem Wiki. Dass ich die Möglichkeit habe zu sagen, cool, hier ist mein Inhalt, frag mich nicht, guck ins Wiki. Es kommt so häufig vor, dass in unserem Unternehmen und auch in vielen unserer Kunden kommt jemand zu mir an, stellt mir eine Frage, den gucke ich dann an. Und dann sagt er, ach, steht im Wiki, oder? Und sagt, ja, steht im Wiki, such doch mal nach dem und dem. Und dann sucht er im Wiki und findet halt eine Dokumentation von mir zu diesem Prozess. Ich brauche dem nicht 10 Minuten zu erklären, wie das läuft, weil ich nämlich die 10 oder 15, wegen mir auch 20 Minuten, die es dauert, sowas zu dokumentieren, schon im Wiki investiert habe. Und dann dauert es 20 Sekunden und er hat eine gute Antwort. Na klar, kann der nochmal zu mir zurückkommen und sagen, das war aber jetzt nicht genau mein Fall oder ich habe es nicht verstanden, erklär es mir nochmal. Aber in 90% der Fälle reicht das halt. Und dann habe ich in dieser speziellen Situation 10 Minuten zu 20 Sekunden sehr, sehr viel Zeit gespart. Das muss nur häufig genug vorkommen und ich habe sofort ein ROI. Und auf diese Weise ist es wirklich sehr kurzfristig zu sagen, die Wechselkosten sind zu hoch. Vor allen Dingen ist es natürlich so, jedes System hat Wechselkosten. Das ist auch vollkommen klar, dass ich mich in so eine Wiki-Software einarbeiten muss. Aber Two-Hour-Rule, das dauert 2 Stunden und versuchen Sie, das Konzept der Social-Media-Hurdle zu transportieren. Das wird Ihren Kollegen dabei helfen, zu verstehen, dass die E-Mail nur kurzfristig eine Lösung ist. Und sicherlich, wenn ich hier mit meiner Kommunikation schon fertig bin, wenn ich sage, hallo, herzlich willkommen, ich möchte gerne, dass ihr morgen bei dem Meeting mit dabei seid und alle antworten ja, dann ist das viel besser. Dann schreibe ich das per E-Mail, weil ich nämlich viel weniger Aufwand habe, als dann ein Wiki-Dokument dafür zu erstellen. In den meisten Fällen und bei den wichtigen Sachen ist es aber nicht so, sondern da muss ich halt im Rahmen meiner Kommunikation doch noch ein paar Runden drehen. Und dann ist ein Wiki deutlich stärker im Team als die E-Mail. Ja, so viel zu der Frage, warum die Wechselkosten auf ein Wiki sich lohnen. Ich hoffe, das hilft bei der internen Kommunikation. Alles klar, bis dann. Tschüss.